Hallo Leute, hier ist wieder euer Marco von e-bike-tester24.de und ich habe heute mal wieder ein neues Fatbike, das ich euch einmal vorstellen möchte. Das ist wirklich brandneu eigentlich, gerade ist auf den Markt gekommen. Und zwar habe ich hier für euch das Engwe E26. Ja, es ist das neueste Modell von Engwe, ja auch das neueste Fatbike sozusagen auf dem Markt von diesem Hersteller. Und ja, ich habe mal wieder eine Kooperation mit Engwe und im Rahmen dessen möchte ich euch dieses E-Bike hier einfach mal vorstellen. Weitere Informationen dazu findet ihr auch immer noch auf meinem Blog, falls ihr noch weiter nachlesen möchtet. Ich habe das E-Bike jetzt seit knapp 2 Wochen bei mir aktuell, zu Hause im Test bereits schon. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal so wie immer, hier oben mit der Bedieneinheit als allererstes. Die Bedieneinheit kennen wir bereits schon von den anderen Engwe E-Bikes mit der großen Plus- und Minus-Taste für die Fahrstufen. Hier unten mit R-Taste schaltet man das E-Bike ein. Hier mit der Taste kann man die Beleuchtung einschalten. Und hier oben, das ist die Info-Taste, damit kann man durch das Menü durchwischen sozusagen. Und das hier ist das neue Display von Engwe. Vom optischen her ist das Ganze ein bisschen überarbeitet seit den letzten Modellen. Und das ist auch um einiges flacher und kompakter geworden insgesamt. Ein sehr schickes Display, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Hier oben kann man mit diesen Balken kann man den aktuellen Akkustand sehen. Hier ist natürlich die Geschwindigkeit im km/h. Hier sieht ihr die eingestellte Fahrstufe. Wir haben 5 Fahrstufen, also Fahrstufe 0 bis 5. Hier seht ihr das Menü, durch das man durchwischen kann. Da gibt es den Trip, Odo, die Maximalgeschwindigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Natürlich lässt sich auch dieses E-Bike durch ein kleines Geheimmenü ein bisschen optimieren, was die maximale Geschwindigkeit angeht. Und auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Das werde ich euch auf jeden Fall in einem weiteren Video dann einmal kurz zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier direkt zum nächsten Punkt über. Und das ist nämlich der verbaute Akku. Der sitzt hier so integriert im Unterrohr drin, was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass der aufgrund seiner schwarzen Farbgebung doch sehr stark ins Auge sticht. Hätte man ihn wenigstens auf der Unterseite des Unterrohrs montiert, würde das, glaube ich, um einiges schicker aussehen. Mich persönlich stört das immer ein klein wenig, aber alles in Ordnung. Der verbaute Akku ist ein 48 Volt Akku mit einer Kapazität von 768 Wattstunden, also doch wirklich sehr ordentlich dimensioniert das Ganze. Und den kann man zum Entladen natürlich auch entnehmen. Dafür gibt es hier zum einen das Schlüsselloch, einfach lose drehen, dann den Akku nach oben rausnehmen. Und ihr müsst ihn natürlich auch nicht unbedingt entnehmen. Wenn ihr es nicht machen möchtet, dann gibt es hier unten so eine kleine Klappe. Die könnt ihr hochklappen, beiseite schieben und dann seht ihr da auch schon die Ladebuchse. Das Ganze könnt ihr so laden, wie ihr möchtet. Beigelegt ist sogar ein 3 Ampere Ladegerät. Also das lädt dann doch relativ zügig. Ich habe jetzt für eine komplette Aufladung, ich habe nicht mit der Stoppuhr nachgemessen. Ich würde sagen, das liegt auch wieder zwischen 5 und 6 Stunden. Einfach aufgrund der hohen Kapazität des Akkus. Engwe sagt, dass man damit eine Reichweite bis zu 140 Kilometer erreichen soll. Ob ich das tatsächlich schon erreicht habe, werde ich euch gleich im Fahrtest verraten. Oder ich nehme es schon mal vorweg, also 140 Kilometer sind doch ein bisschen zu optimistisch gewesen. Wir liegen schon ein ganzes Stück darunter. Aber seid gespannt für die tatsächliche Angabe, die ich ermittelt habe. Hier hinten findet ihr dann den Heckmotor. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Hersteller ist, ob da ein Bafang hintersteckt oder ob das eine Eigenentwicklung von Engwe ist. Kann ich euch nicht sagen. Der soll ein maximales Drehmoment von 70 Newtonmetern bringen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er die auch wirklich erreicht. Also man merkt, wir sind hier deutlich unterhalb des Mockwheels auf jeden Fall angesiedelt, was das Drehmoment angibt. Und auch mein Himmelwelt Cruiser hat auch mehr Kraft. Dementsprechend 70, 60 Newtonmeter da in der Gegend werden wir wahrscheinlich schon liegen. Aber
Ja, er ist nicht so kraftvoll, wie man sich das vielleicht bei einem brandneuen Modell eigentlich so wünschen würde. Ja, würde ich sagen, haben wir die elektronischen Komponenten soweit einmal abgearbeitet. Was wir uns auf jeden Fall einmal anschauen können, ist der Scheinwerfer oder die Beleuchtung. Das Ganze schalten wir hier an der Seite ein. Und da haben wir hier zum einen das Rücklicht. Ja, das Rücklicht ist in zwei Teile aufgeteilt. Hier unten sehen wir einmal das ganz normale Rücklicht. Hier oben sehen wir die Bremsleuchte. Ich versuche das einmal kurz hier aufzunehmen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich bremse jetzt mal. Also ihr seht schon, das ist doch ordentlich hell. Und ja, auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr gutes Sicherheitsfeature. Also ich mag das unheimlich gern, wenn man so ein Bremslicht am E-Bike dran hat. Und ja, dann schauen wir uns mal den Frontscheinwerfer an. Und der ist wirklich echt groß. Also das ist ein riesen Oschi. Ich habe noch nie so einen großen Scheinwerfer an einem E-Bike gesehen. Guckt euch das mal an. Also ich kann ihn nicht mal umgreifen. Der ist richtig, richtig groß. Ich zeige euch den mal von der Seite. Ja, und zusammen mit diesen, wenn wir hier wieder ein Fatbike, zusammen mit diesen unheimlich großen Reifen, macht das schon so den Eindruck, als wenn es wirklich so ein kleines Moped ist. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Die ist auch wirklich ordentlich hell. Ich muss mal schauen, ob ich euch das im Fahrtest noch einmal zeige nachher. Ansonsten guckt euch auf meinem Blog die Fotos dazu an, zu der Ausleuchtung. Ich finde die Lampe auf jeden Fall richtig geil und sieht auch einfach richtig schick aus. Gefällt mir mega. Gehen wir mal wieder hier oben mit zum Cockpit. Ja, wir haben wirklich einen ordentlich breiten Lenker. Das mache ich auch richtig gern. Ich habe nicht nachgemessen. Ich würde jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen. Der ist schon 720 mm breit. Also wirklich eine richtig ordentliche Breite. Leider aber auch wieder diese harten Griffe, die ich schon vom Engwe Engine kenne. Ja, das ist Geschmackssache. Die sind jetzt bei weitem nicht so schlimm wie die vom Bodywell A275, das ich damals hatte. Aber ja, es sind keine mega komfortablen Reifen, leider. Ja, wir haben auch eine schicke Handbeinauflage. Ja, das macht sich beim Fahren dann schon bemerkbar, wenn man da seine Hände so rauflegen kann. Das gefällt mir als solches gut. Wir haben einen Gasgriff mit dabei, der standardmäßig deaktiviert. So muss das auch in Deutschland sein. Ihr könnt ihn natürlich auch, wenn ihr möchtet, über das Geheimmenü aktivieren. Aber dann dürft ihr streng genommen nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Der Vorbau lässt sich verstellen. Ja, zwischen 30 Grad minus, 30 Grad plus. Ich habe ihn bei mir tatsächlich relativ steil gestellt. Passt mir von der Geometrie tatsächlich ganz schön gut. Das ist ja auch ein ordentlich langes E-Bike tatsächlich. Das ist ja wieder so die Trekking-Kategorie. Von daher habt ihr natürlich viele Möglichkeiten, das dann so einzustellen, wie ihr es eben haben möchtet. Das hier ist die Schaltung. Ja, ist wieder diese Shimano Tonet Daumen-Griffschaltung. Hier schaltet man die Gänge hoch. Wenn man hier drückt, schaltet man die Gänge runter. Ja, was soll ich sagen, in dieser Preisklasse absolut üblich. Es funktioniert tadellos, kann man sagen. Hier hinten findet ihr Schaltwerk. Das ist natürlich auch wieder das Tournee-Schaltwerk. Ja, das günstigste vom günstigen aus der Shimano-Serie. Aber ich sag's immer wieder, immerhin Shimano, wenn das mal kaputt geht oder wenn ihr was Neues haben möchtet, könnt ihr relativ günstig auf den Diore oder SLX upgraden. Das ist gar kein Problem. Die 7-Fach-Kassette hier hinten ist wirklich sehr ordentlich dimensioniert. Es liegt natürlich auch daran, dass wir vorne ein sehr großes Kettenblatt haben. Der höchste Gang, also das niedrigste Ritze, wenn ihr da 25 km/h fahrt, tretet ihr wirklich extrem gemütlich. Also da kann man gar nichts sagen, gefällt mir richtig gut. Ermöglicht natürlich auch Spielraum, das E-Bike da ein bisschen schneller zu machen und dann noch vernünftig weiter treten zu können. Ja, kann man auch nichts zu sagen, ist absolut in Ordnung. Was ich wieder ein bisschen kritischer sehe, sind hier wieder die Pedale. Ja, das sind Alu-Pedale, aber mit wirklich sehr komischen Noppen. Und die hier in der Mitte sind ja auch wieder so designfehlermäßig. Da kommen wir jetzt eigentlich schon gar nicht hin, weil es hier runter geht. Ja, die würde ich wahrscheinlich mit als erstes austauschen. Wobei es halt für die, ja, wahrscheinlich ist es für die meisten Leute auch in Ordnung. Ich mag halt lieber extrem griffige, breite Pedale. Ja, aber immerhin Pedale, Reflektoren. Reflektoren haben wir natürlich auch wieder rundherum. Auch die Speichenreflektoren sind mit dabei.
Wobei ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ganz so sicher bin. Ich glaube, in den Scheinwerfer haben wir nämlich gar keine Reflektoren drin. Das heißt, für vorne bräuchte ich ja nochmal einen weißen Reflektor irgendwie am Lenker. War auch nicht im Lieferumfang dabei. Gut, aber das ist nur so eine Kleinigkeit. Da kann man sich aber mal nochmal selber drum kümmern. Die Federgabel lässt sich ja komplett verstellen. Also hier einmal die normale Lockout-Funktion. So ist sie wieder offen, so federt sie. Wenn es gesperrt ist oder gelockt, dann federt sie nicht mehr. Dann ist das hier alles starr. Ja, benutze ich im Alltag sowieso persönlich gar nicht. Aber was dabei ist, ist dabei. Hier drüben kann man den Preload einstellen, also die Vorspannung der Stahlfeder. Auch hier, ja, könnt ihr das so an eure persönlichen Bedürfnisse hin anpassen. Wenn ihr schwer seid, dann könnt ihr da ein bisschen die Vorspannung erhöhen, damit die Federgabel nicht durchschlägt. Wenn ihr relativ weich seid, könnt ihr die Vorspannung verringern, damit sie ein bisschen feinfühliger anspricht. Ist vom Ding her schon ganz in Ordnung. Was mich allerdings wirklich sehr stört, ist der extrem geringe Federweg. Ich hatte meine Hand davor, also wirklich nur eine Handbreite. Ich habe nachgemessen, es sind 75 mm Federweg. Ja, das ist schon ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Wir wollen ja hier ein All-Terrain-E-Bike oder Trekking-E-Bike haben. Und damit so wenig Federweg gefällt mir persönlich nicht so gut. Das Mokwi Basalt zum Beispiel hatte ja sogar 110 mm Federweg. Da finde ich das bei dem Engwe E26 dann doch ein bisschen sehr wenig. Aber okay, sei es drum. Was wir auch wieder dabei haben, sind die ja, gewohnten Shaoyang Fettreifen. 26 Zoll Durchmesser, 4 Zoll Breite. Hier drüben steht es nochmal, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Insgesamt kommen wir hier natürlich auf einen Raddurchmesser von, ich glaube, so um die 29 Zoll müsste es sogar schon sein. Ja, ordentlich breit. Wer noch kein Fatbike kennt, der sieht jetzt hier einmal, wie breit diese Reifen wirklich sind. Das sind wirklich richtig dolle Schlappen. Macht auf jeden Fall ordentlich Eindruck, das E-Bike. Gerade wenn man sowas hier auf sich zufahren kommen sieht, mit dem großen Scheinwerfer da. Ja, muss man halt auch insgesamt mögen. Was mir halt auch richtig gut gefällt, ist einfach diese Lackierung. Das ist jetzt hier in diesem richtig hellen und grellen Türkis das Ganze. Es gibt das E-Bike auch noch in so einem Anthrazit, das ist relativ langweilig. Oder aber noch in einem sehr leuchtenden Orange. Das Ganze auch mit einer Step-Through-Geometrie, also nicht mit diesem Oberrohr hier oben, sondern einfach mit so einem tiefen Durchstieg. Ja, früher nannte man das ja Darmrad-Geometrie, aber das ist einfach Step-Through. Können sowohl Männer als auch damit fahren, gar kein Problem. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, sind die Bremsen. Fällt mir gerade mal so ein. Da bin ich doch der große Bremsenkritiker eigentlich. Und hier sind hydraulische Scheibenbremsen verbaut von der Marke No Name. Also ich weiß nicht, von welchem Hersteller die sind. Keine Ahnung. Vorne wie hinten natürlich. Ganz normal, hier drüben bremst man vorne. Hier bremst man hinten, so wie es sein muss. Mit elektronischer Motorabschaltung. Offensichtlicherweise, sonst hätten wir auch gar kein Bremslicht. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier einmal kurz die Scheibenbremsen an. Hier unten einmal, hier ganz normal der Bremssattel, 180 mm Bremsscheiben. Das ist wirklich ordentlich dimensioniert, so liegen hier eigentlich alle Fatbikes. 180er braucht man auch meiner Meinung nach mindestens an der Vorderachse. Gucken wir uns das Ganze nochmal hinten an, am Hinterbau. Und wir sehen, am Hinterbau haben wir auch 180 mm Bremsscheiben. Ja, auch wieder den gewohnten Sattel, so wie das Ganze sein muss. Und was ich euch auch noch gar nicht so richtig im Detail gezeigt habe, ist der wirklich sehr extrem stabile Gepäckträger. Bis 25 Kilogramm belastbar steht hier oben drauf. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass er noch viel, viel mehr aushält. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Wahrscheinlich kann man hier sogar einen Menschen drauf transportieren, wenn man möchte. Passt auch sehr gut so zum Design her. Mit diesen dicken Rohren, das macht auch insgesamt einen sehr stabilen, wertigen Eindruck. Hier ist nochmal der Engwe Schriftzug, so ausgestanzt, kann man sagen. Gefällt mir richtig gut. Das einzige Problem ist, wir haben hier keine Klapphalterung, haben die meisten Fatbikes ja nicht. Das heißt, ihr benötigt hier Spanngurte, um etwas zu befestigen.
Die sind allerdings nicht im Lieferumfang mit dabei. Das heißt, die müsstet ihr euch dann noch einmal extra dazu kaufen. Zu dem Sattel habe ich auch noch gar nichts gesagt. Also der ist wirklich extrem bequem. Den mag ich einfach richtig gerne. Hier ist auch eine kleine, ja, gefederte Sattelstütze mit dabei. Das ist eine ganz normale Teleskopsattelstütze. Ihr seht auch hier mit einem, ja, wirklich sehr geringen Federweg. Ja, sie ist besser als nichts. Ist natürlich jetzt nicht das Nonplusultra. So Leute, und dann habe ich jetzt noch eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht verraten. Ihr fragt euch sicherlich, wie schwer ist denn so ein Fatbike eigentlich? Und das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Ich habe dieses E-Bike auch selber noch einmal nachgewogen und ich bin hier auf ein Gewicht von 35,4 Kilogramm gekommen. Also es ist wirklich extrem schwer. Ja, ich habe euch davor gewarnt, wenn ihr dieses E-Bike holt, dann müsst ihr auch damit klarkommen, mit den Konsequenzen eines Fat-E-Bikes. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einmal im Fahrtest. Und ja, bis gleich. So Leute, dann starten wir jetzt mal den Fahrtest mit dem Engwe E26. Und ich habe vorab völlig vergessen, euch zu erzählen, welche Art des Sensors hier eigentlich verbaut ist. Und bei diesem E-Bike ist nämlich wieder ein sogenannter... Oh, das war, glaube ich, ein interessanter Trail. Da fahren wir gleich mal rein. Bei diesem E-Bike ist wieder ein sogenannter Bewegungssensor verbaut. Dies bedeutet, dass ihr, egal wie doll ihr in die Pedale reintretet, immer dann bis zu der eingestellten Geschwindigkeit jeweils beschleunigt. Also ich habe jetzt hier gerade Fahrstufe 4. Ich trete jetzt ganz normal. Im Prinzip mache ich Leerpedalieren gerade. Und wenn ich jetzt auf Fahrstufe 5 gleich drücke, dann werdet ihr sehen, dann beschleunigt mich das E-Bike automatisch auf 25 km/h. Das mache ich jetzt einmal. Ich trete ganz normal weiter. Ja, und ihr seht, wir haben jetzt 25 km/h erreicht. Boah, das war hier ein ganz schön lustiger Trail gerade. Nur damit ihr das einmal gehört habt, da gibt es ja die unterschiedlichen Sachen, nämlich Drehmomentsensor und Bewegungssensor. Und hier ist halt der Bewegungssensor verbaut. Ja, wo wir jetzt gerade schon auf diesem, ja, kleinen Trail hier sind, kann ich auch gleich schon mal was, ja, zu den Offroad-Eigenschaften erzählen. Das kommt ja ganz schön früh diesmal im Test. Ich habe mich jetzt auch gar nicht so sehr darauf vorbereitet. Ich habe einfach geguckt, ich fahre mal irgendwo lang. Und ja, da kann ich jetzt allererstes kann ich mal wieder was zu den Reifen erzählen. Wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, wisst ihr es ja eigentlich schon. Hier sind auch wieder die Shaoyang Fettreifen verbaut. 4 Zoll breit, 26 Zoll Durchmesser. Die bieten natürlich auf solchen Untergründen hier einen wirklich mega guten Grip. Da kann man gar nichts zu sagen. Also man fühlt sich richtig sicher. Auch hier, wenn dann so grober, loser Schotter kommt. Ihr könnt es ja sehen, ich kann die Schlangenlinien fahren, wie ich möchte. Gefällt mir richtig gut. Was ich aber bereits schon eben vorab erzählt hatte, und das hat sich auch in meinen bisherigen Fahrtests immer, ja, sehr deutlich bemerkbar gemacht, ist die Federgabel. Wir haben ja wirklich einen 75 mm Federweg und das mit einer sehr, ja, harten Dämpfung auch. Und da muss ich sagen, das ist wirklich viel zu wenig. Da ist ein riesiger Bagger. Okay, dann drehen wir hier mal wieder um. 75 Newtonmeter Drehmoment ist viel zu wenig für so ein Fatbike. Da müssen mindestens 100 mm hin. Das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Kritikpunkt von meiner Seite her. Und ja, ansonsten der Fahrkomfort als solches ist natürlich trotzdem aufgrund der Fettreifen wirklich mehr als akzeptabel und auf jeden Fall deutlich besser als bei jedem vergleichbaren Trekking-E-Bike. Also ich bin halt sowieso der größte Fatbike-Fan. Wisst ihr sicherlich mittlerweile auch schon. Und ja, das macht einfach Spaß, hier so rüber zu fahren. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Man kann einfach hier auch durch den Grünstreifen problemlos einfach hin und her. Und das mit einer unheimlichen Fahrsicherheit, dass man das wirklich überhaupt gar nicht merkt. Noch einfach mal eine längere Zeit hier drauf fahren. Und ja, ihr seht schon, mit einem normalen Fahrrad würde man das wahrscheinlich niemals machen. Aber hier merkt man einfach absolut gar nichts. Das ist richtig gut. Dafür auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viele Pluspunkte. Die Teleskop-Federsattelstütze merkt man durchaus. Aber das ist auch wieder sowas. Da hätte ich lieber auf die Federsattelstütze verzichtet und dafür eine, ja, bessere Federgabe haben wollen. Aber es ist in Ordnung.
schauen wir uns hier mal die Schaltung an. Wir haben hier 7 Gänge. Klassische Daumengriffschaltung. Gänge schalten sofort und verzögerungsfrei runter. Ich habe bei mir den Schalthebel ein bisschen zu weit rüber versetzt. Deshalb ist das bei mir jetzt nicht ganz so ergonomisch, wie man sich das wünschen würde. Aber es funktioniert dennoch einwandfrei. Gänge gehen rein. Alles super. Jetzt bin ich hier auch gerade im 7. Gang. Und also ich habe jetzt, ich würde sagen, wahrscheinlich eine gute 50er, 45er Trittfrequenz. Also wirklich sehr, sehr langsam. Ich zeige euch das hier einmal kurz. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie sich meine Beine hier bewegen. Also wirklich richtig gemütlich. Gar kein Problem. Und ich finde, so muss es eigentlich auch sein, wenn man gerade so ein, ja, ein Reise-E-Bike ist vielleicht übertrieben, aber so ein E-Bike hat, womit man gut und gerne auch mal 60, 70 Kilometer am Stück fahren möchte, dann möchte man natürlich nicht so eine allzu hohe Trittfrequenz haben. Wir haben es hier eben gerade am Berg auch gesehen, dass wir von der Fahrgeschwindigkeit ein bisschen runtergekommen sind, nämlich nur auf 23,5 circa. Und das ist leider dem Motor zuzuschreiben. Also Engwe hat ja sowieso schon nur 70 Newtonmeter Drehmoment angegeben. Die vergleichbaren Mitbewerber, ich sag mal so Hemiway oder Mockwheel, die liegen da ja schon so bei 90 Newtonmeter oder ja, gute 80er. Und von dem her würde ich sagen, auch wenn hier nur 70 angegeben sind, da liegen wir, glaube ich, nicht. Also ich würde sagen, wir liegen hier im 60er Bereich, was das Drehmoment anlangt. Ich habe auch schon mal meinen Spezialhügel versucht zu fahren mit diesem E-Bike. Das habe ich leider auch nicht geschafft. Da ist der Motor dann auch wirklich sehr frühzeitig ausgestiegen. Dementsprechend so fürs Flachland absolut in Ordnung. Aber es ist kein E-Bike, mit dem man wirklich extrem steile Anstiege fahren kann. Da haben wir den Motor auch schon mal abgearbeitet. Und dann kommen wir jetzt gleich mal weiter zu den Bremsen. Wie gesagt, hydraulische Scheibenbremsen. Gefällt mir richtig gut. Sobald mein Hebel auch nur ein ganz klein wenig anzieht, habe ich jetzt gerade gemacht, steigt der Motor direkt aus. Die Geschwindigkeit verringert sich. Das ist auf jeden Fall auch wirklich richtig gut. Machen wir hier gleich einmal kurz eine Vollbremsung aus 25 km/h, genau ab hier. Ja, also ich würde sagen, wir haben gute 2 Meter, wahrscheinlich ein bisschen weniger nur benötigt. Das liegt natürlich auch an den Reifen wieder. Wir haben eine sehr hohe Reifenaufstandsfläche. Das bedeutet, die Reifen können auch sehr gut Querbeschleunigung sowohl positiv als auch negativ aufnehmen. Das heißt, diese Reifen verkürzen auch nochmal unseren Bremsweg im Gegensatz zu einem normalen Trekking-E-Bike. Wenn man jetzt so auf normalen Asphalt fährt, dann hört man auch dieses surrende Geräusch der Reifen, so wie ich das eigentlich auch von meinen Mountainbikes kenne. Vielleicht noch ein bisschen extremer. Man merkt auf jeden Fall, dass man hier mit was richtig Schweren und Massivem unterwegs ist. Das ist auch wieder was, da muss man sich natürlich auch dran gewöhnen. Wenn man das sonst eigentlich eher so kennt, dass man relativ lautlos unterwegs ist, dann ist das gewissermaßen schon eine kleine Umstellung. Aber da war auch noch mal ein kleines Waldgebiet, da fahre ich jetzt auch noch schnell rein. Eine kleine Umstellung, hatte ich gesagt. Aber der Vorteil davon ist, wenn man jetzt hinter Wanderern hinterher fährt oder auf welche zukommt von hinten, dann hören die einen schon aus relativ weiter Entfernung und machen dann direkt schon Platz, ohne dass man erst großartig klingeln muss. So, schauen wir mal, wo wir hier landen. Ich bin hier auch noch nie lang gefahren. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt ein Weg ist. Oh, das hier sieht doch aus wie so ein kleiner Weg. Ja, das ist eben auch der große Vorteil. Man kann einfach so, wenn man Bock hat, mal was Neues zu erkunden, kann man mal hier so einen Waldweg fahren, einen ganz kleinen Trail. Hat auch noch eine ganze Menge Fahrspaß bei. Und ja, ich liebe das einfach. Mal gucken, ob wir hier gleich lang kommen. Machen wir hier hoch. Hier runter. Hier selbst bei solchen großen Wald
Dingern hier kann man auch immer auch problemlos fahren. Oh, durch die Matsche möchte ich nicht unbedingt. Da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock gerade drauf. Ja, ist schon echt lustig. Mhm. Ja, und jetzt möchte ich eigentlich dann doch schon mal das Rätsel zu der Reichweite dieses E-Bikes hier auflösen. Engwer hat ja gesagt, ja, bis 140 Kilometer geht auf jeden Fall. Ja, das habe ich tatsächlich nicht erreichen können in meinem Test. Bei mir ist der Akku nach guten 80 Kilometern leer gewesen. Gefahren bin ich natürlich auf der allerhöchsten Fahrstufe mit diesem E-Bike. Fahren wir hier hoch. Ich weiß allerdings auch gar nicht, wie weit ich hier hochfahren darf. Weil hier vorne ist nämlich Sperrgebiet. Ja, da möchte ich auch gar nicht unbedingt rein. Ich möchte jetzt eigentlich eher wieder zur Straße langsam zurück. Aber ich denke, ihr kriegt auch dadurch, dass ich jetzt hier einfach so ein bisschen rumfahre, eigentlich wirklich schon einen sehr guten Eindruck von diesem E-Bike einfach. Oh, fahren wir hier runter. Hier ist auch wieder ein kleiner Zaun. Mal schauen, ob wir es irgendwie wieder schaffen, zur Straße zurückzukehren. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einfach nochmal wieder. Und dann bis gleich. Ja, Leute, ich würde sagen, damit kommen wir jetzt auch langsam schon zu dem Ende des Videos und meinem abschließenden Fazit. Vorher möchte ich euch aber noch einmal ganz kurz zeigen, wie schnell man mit dem Engwe E26 beschleunigt. Also wir fahren jetzt einfach mal aus dem Stand direkt los. Ich habe die Fahrstufe 5 eingestellt. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir 25 km/h erreichen können. Ich würde sagen, wir fahren jetzt los. So, und jetzt sind wir bei 25 km/h angelangt. Also es geht wirklich zügig, da kann man gar nichts zu sagen. Man merkt aber, dass der Motor einfach nicht diese geballte Kraft hat, wie das Mokwi-E-Bike, das ich vorher getestet habe. Von daher bin ich da ein bisschen verwöhnt. Das war auch immer so eine kleine Ungewöhnungsphase für mich. Ich habe ja beide E-Bikes parallel im Test gehabt. Und da hat man das direkt schon gemerkt, ach, jetzt bin ich ja wieder mit dem unterwegs. Da geht das wieder ein bisschen langsamer vorwärts. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das reicht absolut. Hauptsache, man erreicht hier immer die Höchstgeschwindigkeit. Also ich starte mal einfach jetzt mit dem abschließenden Fazit. Was mich auf jeden Fall ein bisschen stört, aber es ist nur Einstellungssache. Von Haus aus fährt das Engwe E26 immer nur so 24,5 km/h. Und dann hört der Motor schon auf zu unterstützen. Im Geheimmenü kann man das Ganze natürlich ein bisschen erhöhen, dass man dann wirklich die 25 km erreicht. Das ist ein kleiner Kritikpunkt auf jeden Fall. Was mir auf jeden Fall ansonsten mal sehr gut gefällt, sind wieder mal die Reifen. Ja, die Shaoyang-Reifen sind, im Prinzip sind das ja No-Name-Reifen, kann man so sagen. Aber mir gefällt trotzdem einfach dieses Fahrgefühl. Sie bieten auch einen sehr, sehr guten Allround-Grip. Also selbst auf nassen Asphalt kann man damit auch wirklich sicher fahren. Auf Sand, im Matsch. Oder allgemein so abseits von befestigten Wegen sind die natürlich absolut perfekt, würde ich mal sagen. Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, auch wenn wir natürlich die maximale Reichweite von 140 Kilometern nicht erreicht haben, ist der Akku. Ja, der hat eine solide Kapazität, da kann man nichts sagen. 80 Kilometer ist für die meisten E-Bike-Fahrer wahrscheinlich auch absolut ausreichend. Und das erreicht der Motor, wie gesagt, auf Fahrstufe 5. Wenn ihr es ein bisschen langsamer angehen möchtet, könnt ihr bestimmt mit einer niedrigen Fahrstufe noch ein bisschen mehr Reichweite rauskitzeln. Aber ich möchte natürlich immer mit der höchsten Geschwindigkeit hier unterwegs sein. Deswegen das. Die Schaltung ist natürlich absolute Einsteigerware. Sie reicht aber, sie schaltet. Kann man nichts zu sagen. Der Preisklasse auf jeden Fall angemessen. Wie gesagt, 1.300 Euro. Da gibt es nichts Besseres, auch nicht bei anderen Herstellern. Das passt. Bremsen gefallen mir richtig gut. Ich bin richtig mega froh, dass wir hier die hydraulischen Scheibenbremsen haben. Ich werde jetzt für euch einfach nochmal eine Vollbremse machen. Ich habe mal versucht, hinten nicht zu blockieren. Ist nicht gut für die Reifen, aber ihr habt gesehen, man kommt richtig schnell zum Stehen.
Ja, drei Finger bremsen. Mit zwei Finger geht auch, aber die bremse ich tatsächlich mit drei Fingern, weil der Bremshebel relativ lang ist. Da gibt es auch in der Preisklasse ist es eigentlich auch schon Aushängezeichen, wenn man zumindest mal hydraulische Scheibenbremsen hat. Mein Himmelwelt zum Beispiel hat ja auch eine mechanische. Von dem her, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Aspekt. Die Rahmengeometrie oder vielmehr das Rahmendesign möchte ich auf jeden Fall auch hervorheben. Gerade mit dieser hellblauen oder türkisen Lackierung. Das ist auf jeden Fall ein Blickfang, ganz klar. Auch in Zusammenarbeit mit diesem riesigen Scheinwerfer vorne, der wirklich extrem hell ist. Wenn ich dran denke, werde ich euch am Ende des Videos nochmal ein kleines Video oder Bilder anfügen, wie die Ausleuchtung des Scheinwerfers ist. Falls ihr es vergesst, schaut einfach in meinem Blog vorbei, da werde ich euch auf jeden Fall ein Bild hochladen. Ja, ein Kritikpunkt ist die Federgabel. 75 mm Federweg sind definitiv zu wenig. Da muss auf jeden Fall mehr hin bei so einem E-Bike. Das ist auf jeden Fall für mich ein Kritikpunkt, den ich erwähnen möchte. Natürlich ist auch der Bewegungssensor ganz klar ein Kritikpunkt an dieser Stelle. Drehmomentsensoren sind da einfach deutlich feinfühliger. Wir brauchen auch hier bei diesem E-Bike wieder eine gute Kurbelumdrehung auf jeden Fall, bis der Motor überhaupt anspringt. Das ist gerade, wenn man am Berg anfährt, immer ein großes Problem, weil man halt die ersten paar Meter mehr oder weniger ohne Unterstützung tritt. Wenn der Motor dann anläuft, dann schiebt er natürlich auch mit Vollgas voran. Das ist aber auch wieder so ein persönliches, individuelles Geschmacksding. Was gefällt einem da besser? Wo liegen da die persönlichen Präferenzen? Ja. Die Ladezeit hatte ich ja bereits schon erwähnt, 5 bis 6 Stunden ist okay. Wir haben ja das große Ladegerät mit 3 Ampere Stunden Ladestrom. Ist absolut ausreichend. Wenn man das E-Bike über Nacht lädt, hat man es am nächsten Tag wieder voll. Und gerade wenn man das so zum Pendeln für die Arbeit nimmt, wird man den Akku ohne Handy komplett leer fahren. Ja, da reicht es dann, wenn man alle 2-3 Tage mal lädt. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja, der Griff, der Lenker hat eine schöne Breite. Die Griffe sind natürlich, wie gerade schon erwähnt, mir persönlich viel zu hart. Die mag ich nicht so gerne. Ja, ist ein bisschen schade, dass das so ist. Der Sattel hingeben ist sehr bequem. Den mag ich auf jeden Fall. Mit der Teleskopsattelstütze hat man zumindest noch einen kleinen Komfort zu gewinnen. Ist auch insgesamt eigentlich ganz okay. Ja, also ich würde sagen, dann würde ich das Video an dieser Stelle auch mal beenden. Wenn ihr euch jetzt fragt, lohnt sich das denn für den Preis, dieses E-Bike? Dann würde ich sagen, tatsächlich schon, wenn euch einfach das Gesamtkonzept gefällt. Wenn ihr einfach so ein Fatbike mögt, wenn ihr ein günstiges Fatbike für den Alltag haben möchtet, dann würde ich sagen, auf jeden Fall lohnt sich das. Mir ist jetzt aktuell kein Fatbike in dieser Preisklasse bekannt, das wirklich besser wäre in irgendeinem Aspekt. Alle anderen sind da ein bisschen teurer, das Himmelwelt, zum Beispiel Himmelwelt Cruiser oder das Zebra, das liegt dann bei der Preisklasse so 1.600 Euro, das Zebra natürlich noch drüber. Das Mogwheel, da liegt ihr dann gleich schon bei 2.300 Euro, meine ich, liegt das aktuell. Und für 1.300 Euro bekommt ihr dann dieses hier, was wirklich auch ein sehr teurer Begleiter ist. Dann würde ich sagen, wenn euch das reicht, dann könnt ihr auf jeden Fall bei diesem E-Bike hier zuschlagen. Wie gesagt, wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.